Hallo zusammen, hier ist wieder euch Lan, schon wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich heute wieder so einen kleinen Berufeguide präsentieren. Ich hatte euch ja vor ein, zwei Wochen schon mal einen längeren Berufeguide aufgenommen, wo ich so ein bisschen erklärt habe, wie das Craft-System an sich funktioniert, was da für Stats gibt, wofür die wichtig sind, wie man die Sachen im Item-Level höher bekommt. Und ja, da wurde auch öfter nachgefragt, wie das mit dem Profession Knowledge ist, beziehungsweise im deutschen Handwerkswissen. Und in dem Video will ich jetzt speziell auf alle Quellen eingehen, wo wir Handwerkswissen bekommen können. Und ja, ich würde sagen, da starten wir mal durch. Als allererstes so ein kleines Vorwort. Ich wollte das Video so ein bisschen zweigeteilt machen. Erstmal erkläre ich relativ auf den Punkt, was es für Quellen gibt. Und dann schauen wir uns im zweiten Teil, für die Leute, die sich vielleicht noch nicht so gut auskennen, wirklich genau an, wo wir diese Sachen bekommen. Ich habe nämlich das ganze Profession Knowledge mit dem Main schon in der Woche geholt. Da habe ich auch verschiedene Add-ons, wo wir das tracken können. Die kann ich euch gleich schon mal zeigen. Unter anderem hier haben wir so eine kleine Liste, wo wir schauen können, was wir täglich und, naja, nicht täglich, sondern wöchentlichen und einmal holen können. Mit einem Twink habe ich das noch nicht gemacht, bei den Berufen ist das immer ziemlich ähnlich und da werden wir uns das nochmal in Ruhe angucken, wo kriege ich welchen Questgeber her. Das kennt aber vielleicht der ein oder andere schon, jetzt machen wir quasi erst den schnellen Teil und dann den bisschen gechillteren, wo ich das euch ein bisschen genauer zeige. Okay, gut, fangen wir mal an. Wo kriegen wir Profession Knowledge her oder Handwerkswissen im Deutschen? Naja, das allererste, wenn ihr anfangt, euren Beruf zu skillen, kriegt ihr das Zeug her, wenn ihr ein Item das erste Mal craftet. Das seht ihr dann auch relativ schön, dass ihr quasi hier einen Bonus habt, das habt ihr noch nie hergestellt und dementsprechend, wenn ihr das einmal herstellt, kriegt ihr diesen Bonus. Zum Beispiel hier erste Herstellung, wenn wir das erste Mal herstellen, bekommen wir dementsprechend einfach einen Skillpunkt. Diese Skillpunkte könnt ihr dann hier hinten rein skillen in alle möglichen verschiedenen Sachen und umso mehr Skillpunkte ihr habt, naja, umso mehr tolle Rezepte kriegt ihr, beziehungsweise habt dann mehr, das hatte ich zwar in dem anderen Video schon erklärt, aber den kleinen Exkurs machen wir jetzt noch am Anfang, habt dann quasi hier mehr Fertigkeit. Und umso mehr Fertigkeit ihr habt, umso höher könnt ihr ein Item herstellen in der Qualität. Aber wenn ihr dann zum Beispiel hier auch so ein Item reinpackt, können wir natürlich auch das Item-Level erhöhen und dementsprechend dann auch ein Item herstellen 405 oder sogar wenn ihr die mythischen Teile hier habt bis 418. Dementsprechend ist es schon relativ wichtig, viele Skillpunkte reinzusetzen, um erstmal die Rezepte zu kriegen, aber die Sachen auch hoch herstellen zu können, weil nur dann können wir uns selber hohes Gear herstellen, aber halt auch anderen Leuten quasi das hohe Gear herzustellen. Genau, also der erste Punkt, definitiv erstmal jedes Item, was ihr quasi hier bauen könnt, einmal herstellen. Ihr seht, ich habe schon sehr viel gebaut. Die Geschichte ist, das ist limitiert, vor allem diese epischen Rezepte über die Funken der Genialität. Und da müsst ihr dann einfach anderen Leuten was herstellen. Und beim Leder bin ich relativ gut dabei, da habe ich schon alles Mögliche hergestellt. Und da bietet es sich tatsächlich auch an, Rezepte zu farmen und oder aus dem Auktionshaus zu kaufen. Da gibt es zum Beispiel relativ viele so PvP-Rezepte auch. Die kann man sich rauskaufen, die kosten jetzt nicht so krass viel. Gibt natürlich auch aus dem Raid welche, die sind dann relativ teuer. Und umso mehr Rezepte ihr zusammen habt, umso mehr Zeug könnt ihr das erste Mal herstellen und habt da schon mal einen Haufen for free Skillpunkte im Endeffekt. Zum Beispiel, das sind diese PvP-Items, ne, die sind 3,43 und skalieren halt im PvP auf 3,98 hoch. Da habe ich auch teilweise ein bisschen Gold drüber gemacht, also das macht auf jeden Fall Sinn. So, die zweite Quelle, die wir einmalig nur machen können, sind Fraktionen. Es gibt eine Fraktion, die spielt quasi rund um dieses Handwerkssystem und das ist dementsprechend das Handwerkerkonsortium. Und da gibt es in Waldracken einfach einen Händler und der verkauft bei jeder Stufe, bei denen gibt es nur 5 Stufen tatsächlich, hier seht ihr, 5 Stufen gibt es da, und der verkauft bei jeder Stufe uns gegen Eifer des Handwerks, das ist die Materialie, die wir beim Craften quasi brauchen, einmal hier so ein Token mit Handwerkswissen. Da gibt es, ich glaube, die in den niedrigeren Stufen hat das weniger gekostet, da gibt es immer 10 Handwerkswissen. Ist eine schöne Sache, das kann man auf jeden Fall mitnehmen. Dann gibt es bei den anderen Fraktionen auch noch Handwerkswissen. Jetzt schauen wir zum Beispiel bei den Tusker mal rein. Ich muss bloß immer ein bisschen durchklicken, wo es genau ist. Das müssten wir hier, seht ihr, Handwerkswissen 2, es gibt immer zweimal Handwerkswissen und da könnt ihr, wenn ihr dann bei der Ruffraktion hoch genug seid, einfach quasi die Quest holen und da dementsprechend dann direkt Handwerkswissen mitnehmen. Das ist aber nicht bei allen Berufen gleich, welche Fraktionen ihr braucht. Und zwar gibt es da auf WoW Head eine relativ schöne Übersicht, die kann ich euch mal reinziehen. Und zwar seht ihr,
Das werde ich euch dann einmal unten auch verlinken. Zum Beispiel für das Handwerkswissen braucht Alchi die Makur-Zentauren, Maruk-Zentauren und Waldracken-Abkommen. Schmied braucht dasselbe, Verzauberkunst braucht dann halt die Drachenschuppenexpedition bzw. die Tuska und so weiter. Also bei jedem Beruf gibt es quasi zwei Fraktionen, die dieses Handwerkswissen dabei haben. Die haben dann jeweils zwei quasi Ruhmstufen, wo ihr das erste Mal welches kriegt und dann kriegt ihr das zweite Mal welches. Ich meine, das waren 5 Handwerkswissen. Hier steht es auch nochmal. Also genau, auf Renown 5. Auf Renown 14 kriegt ihr 5 und auf 24 kriegt ihr 10 und das halt bei den jeweiligen Fraktionen. Ihr müsst wahrscheinlich eh alle Fraktionen hochspielen, weil ihr natürlich auch bei den Fraktionen Rezepte kriegt und wir haben es ja gelernt über die Rezepte. Wenn ihr mehr habt, kriegt ihr auch wieder über den Erstherstellungsbonus quasi ein bisschen was zusätzlich. Also so viel schon mal dazu. Dann haben wir jetzt so die groben Quellen weg. Ich habe auch schon ein Video einmal erstellt gehabt über den Dunkelmond-Jahrmarkt. Einmal im Monat ist es so, dass es am den ersten Sonntag im Monat, das war jetzt zum Beispiel hier im Dezember, war es am 4., ne? Das ist der erste Sonntag im Monat und nächstes Ding, da müsste es eigentlich direkt hier sein, oder? Weil der, ja genau, Dunkelmond-Jahrmarkt beginnt, das ist der 1.1., da haben wir dann auch wieder den Dunkelmond-Jahrmarkt und dort gibt es dann für jeden Beruf eine Quest und da gibt es quasi auch nochmal Handwerkswissen. Ich bin jetzt gerade überlegen, ich weiß gar nicht mehr, wie viel auf jeden Fall gab es einen Skillpunkt, aber es gab, glaube ich, auch Wissen. Da bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher, wie viel das war. Selber ein Video drüber gemacht. Da könnt ihr gerne nochmal reingucken. Das sind 1, 2, 3, irgendwie sowas um den Dreh rum war das. Genau, weiß ich es jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr. Genau, also den könnt ihr auch mitnehmen. So, das ist jetzt mal so das grobe Vorgeplänkel. Jetzt schauen wir uns mal in den Beruf hier rein. Und alles andere trackt nämlich hier das Add-on mit. Und zwar gibt es einmal One-Time-Sachen, die ihr machen könnt und einmal Weekly. Ihr seht hier bei One-Time, gehen wir mal in der Mitte, fangen wir da mal an, Hidden Profession Master. Es gibt für jeden Beruf einen Hidden Profession Master und den könnt ihr einmal einfach finden, anquatschen und wenn ihr ihn angequatscht habt, gibt er euch einfach einen Token und ihr bekommt über das Token dementsprechend einfach flat ein paar Skillpunkte. So einfach ist es. Die Geschichte ist, ich habe da auch schon ein Video zu gemacht und ja, da habe ich alle abgeflogen von jedem Beruf, da könnt ihr gerne reinschauen, werde ich euch einmal verlinken. Das ist das Erste, was ihr machen könnt. Ich habe gerade nebenbei noch nachgeschaut, Dunkelmond-Jahrmarkt hat 3 Knowledge gebracht, dass ihr das vielleicht auch noch auf dem Schirm habt, falls ihr euch das jetzt gefragt habt, wie viel war das genau, 3 Stück waren es. Jetzt gucke ich mal noch, ob ich rausfinde, wie viel das bei dem Profession Master waren, das habe ich nämlich vor ein paar Wochen schon aufgenommen, das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ich meine, es waren 5... 10 gab es. Ne? Ist auch nochmal nachgeguckt. 10 Knowledge habt ihr da bekommen bei den Profession Master Gedönsen. Da gibt es, wie gesagt, für jeden Beruf 1. Dann das nächste, was wir haben, ist, sind diese Drachensplitter des Wissens. Und hier stehen 4 von 4 dran. Es ist so, es gibt eine Initialquest, die ihr am Anfang freischalten müsst. Die werde ich später, falls ihr die nicht kennt, mit euch einmal komplett durchgehen, wie die funktioniert. Und da kriegt ihr diese Drachensplitter des Wissens. Wenn ihr diese Quest freigeschalten habt, könnt ihr mehr von denen kriegen. Ihr könnt theoretisch unendlich von denen kriegen. Ich sag's euch aber, ich habe alle Fraktionen hier teilweise über Kisten hochgegrindet und die droppen unter anderem aus Kisten. Und ich habe, glaube ich, 4 oder 5 bekommen und ich habe 1000 Kisten aufgemacht. Also es ist nichts, wo ihr, dass ihr richtig farmen könnt, das ist scheiße selten. Aber die ersten 4 von den Dingern kriegt ihr quasi in der Quest for free und die geht relativ schnell, die Quest. Wenn ihr wisst, was ihr machen müsst, da ist ein kleiner Twist noch dabei, das werde ich euch aber nachher zeigen, kriegt ihr 4 for free. Und was sind das für Dinger? Naja, die könnt ihr einfach bei einem NPC abgeben und dann euch aussuchen, bei welcher Fraktion ihr Wissen haben wollt. Könnt ihr jetzt zum Beispiel, ich als Lederer kann einfach hingehen, gibt es bei dem Dude ab und kriegt dann ein Lederwissen und es gibt dann, glaube ich, auch nochmal Eifer des Handwerkers 50 oder so. Ihr seht, dass hier Drachen Splitter des Wissens, die droppen aus allen möglichen Kisten raus. Ich glaube, die können auch von Raid-Bossen droppen und von Rares zu einer relativ kleinen Chance. Ich habe es noch nie von einem Raid-Boss oder Rare gesehen, nur aus den Kisten, aber habe auch deutlich mehr Kisten aufgemacht als Rares. Genau, so viel dazu. Dann haben wir Treasures. Ihr seht hier 7 von 7. Bei Schmiedekunst waren es, glaube ich, 8, oder? Jetzt muss ich mal kurz gucken. Das sind sogar 9. Also im Normalfall gibt es für jeden Beruf so 7, 8, 9 Treasures, so um 8 ist so der Durchschnitt, würde ich mal behaupten, die ihr aufmachen könnt. Das sind einmalige Treasures,
Die könnt ihr euch auch im Handy Notes anzeigen lassen. Also dafür empfehle ich euch auf jeden Fall Handy Notes. Und jetzt kann ich mal gucken, Profession Knowledge, Show Found. Das sind quasi diese Kisten, diese grünen. Die werde ich euch später beim meinem Worry, der ist Ingi, da habe ich das jetzt noch nicht gemacht, da habe ich noch alles offen, auch mal zeigen. Da musst du meistens, musst du einfach nur hingehen, das aufsammeln und das bringt immer 3 Profession Knowledge, also 3 von diesem Wissen. Und das, wie gesagt, sind halt 8 so im Schnitt eigentlich bei den Berufen. Bei manchen Berufen musst du irgendwelche Rätsel lösen, vor allem Schneider und Inschriftenkundler war ein bisschen ätzend. Da kannst du nicht einfach hingehen und das aufsammeln, sondern musst du so kleine Minigames machen. Bei Juve war auch ein kleines Minigame. Ingi, wie gesagt, habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber die seht ihr einfach dann mit Handy-Notes einmal auf der Map. Das ist quasi der Haken hier, Profession Knowledge. Und ich habe die halt jetzt schon gefunden, deswegen muss ich halt die gefundenen anzeigen lassen. Aber ja, die könnt ihr einfach abklappern, sind in allen 4 Gebieten. Und dann kriegt ihr ja quasi 3x8 von dem Profession Knowledge. So, jetzt gucken wir mal weiter, was wir noch haben. Achso, ich habe gar nicht erwähnt, wie das Add-on heißt. Das interessiert euch bestimmt auch. Und zwar war das irgendwas mit Profession irgendwas List. Jetzt muss ich gerade das nochmal raussuchen, weil ich es anscheinend gerade weggedingst habe. Ah, Profession Shopping List heißt das Add-on. Das ist eigentlich dafür da, dass du dir, wenn du hier irgendwas craften willst, so tracken kannst und dann kannst du halt die Fenster hier rausziehen. Seht ihr das? Und dann habe ich hier die ganzen Mats und kann dann quasi ein bisschen einfacher im Auktionshaus das halt hier suchen und mir das reinklicken. Braucht man das? Ist ganz nice, nice to have. Ich nutze es tatsächlich zu 99% jetzt nur, um hier die Sachen zu tracken. So, also die One-Time-Sachen haben wir jetzt geguckt. Also Profession Master könnt ihr einmal holen. Die Drachensplitter wissen, das werde ich euch nachher genauer noch zeigen. Und die Treasures könnt ihr mit Handy Notes, Dragonflight heißt das, glaube ich, braucht ihr dafür. Dann werden die euch auf der Map angezeigt, könnt ihr einfach abklappern. Für die Hidden Profession Master, wie gesagt, Video habe ich erstellt. Wo die alle komplett sind. Aber die sind auch in dem WoW-Headguide, sind auch die Chords drin, falls ihr euch nicht mein Video angucken wollt. So, dann haben wir die Weekly-Sachen. Was sind das für Weekly-Sachen? Und zwar könnt ihr euch einmal pro Woche, das erste ist drakonisches Lederverarbeitungs Abhandlung, genau. Das gibt es für jeden Beruf. Egal welcher Beruf ihr seid, könnt ihr euch diese Abhandlung holen. Die ist seelengebunden. Die kann ein Inschriftenkundler herstellen. So, jetzt sagt ihr, die ist seelengebunden. Wie kriege ich die? Ich habe keinen Inschriftenkunde. Wir sind jetzt einmal hier in Waldracken auf den Koordinaten 34, 62. Jetzt zeige ich es hier gleich schon mal genauer. Das werden wir dann nachher mit der anderen Schar holen. Aber ihr gebt hier einfach drakonisch ein. Am besten mit einem H. Und dann haben wir hier unten die ganzen Abhandlungen für alle Berufe. Und ja, da geht ihr einfach hin und lasst euch die herstellen. Jetzt gehen wir zum Beispiel auf Lederverarbeitung. Was brauchen wir? Wir brauchen 10 Eifer. Die müsst ihr selber auf jeden Fall haben. Und die anderen Sachen, naja, ich mache einfach einen öffentlichen Auftrag. Die sind meistens innerhalb von wenigen Minuten rum. Alle diese Sachen könnt ihr euch im Auktionshaus kaufen. Das sind halt hier ein Kirschner-Item. Kostet 6 Gold, das Pergament kostet 1 Gold. Gut, das hier kostet 800 Gold, ist ein bisschen teurer. Und das ist 150 die Tinte. Ihr braucht für alle von diesen quasi drakonischen Schreiben, braucht ihr immer die gleichen Mats, bis auf die das Element, das kann immer variieren. Ne? Da brauche ich jetzt Luft. Schauen wir mal bei Kirschner rein. Da brauche ich Erde. Das ist immer unterschiedlich. Hier am besten öffentlicher Auftrag, du erkennt, wen der das herstellen kann. Und dann los geht's. Das braucht ihr, ihr könnt euch das theoretisch auch gleich 10-mal herstellen lassen. Lasst es einfach im Inventar liegen. Ihr könnt pro Woche 1 anklicken, also 1 pro Beruf. Ich habe jetzt Schmied und Lederer, kann ein Lederer-Ding machen, ein Schmiededing gibt ein Wissen. Quasi könnt ihr euch ein Wissen in Anführungszeichen erkaufen. Ja? Also was sind das zusammen? Vielleicht 1000 Gold kostet das und halt die 10 Eifer, die müsst ihr halt haben. Die sind halt leider so ein bisschen, limitiert, würde ich sagen. Gut, dann haben wir den Punkt auch weg. Dann schauen wir uns den nächsten an, und zwar Crafting Order Quest. Was ist das für eine Quest? Naja, ihr kriegt einmal, wenn ihr einen Craft-Beruf habt, das geht nicht bei Gathering-Berufen, also Gathering-Berufe sind Berufe, wo wir aufsammeln, Kräuterkunde, Bergbau und Kirschner, kriegt ihr eine Quest, dass ihr einen Arbeitsauftrag kriegt. Das, was wir hier erstellt haben, oder jetzt fiktiv erstellt haben, ist ja dann für die Öffentlichkeit zugänglich und andere Leute können das an ihrem Profession-Tisch quasi herstellen.
Und so eine Quest gibt es halt auch, dass ihr dementsprechend Stuff herstellen müsst. Dieses Herstellen läuft ja dadurch, dass ihr quasi dann hier einen persönlichen, einen Gilden- oder einen öffentlichen Auftrag annehmt und einfach was herstellt. Jetzt ist die Sache so, dass ihr vielleicht nur Scheiß bauen könnt, den keiner haben will. Ist wahrscheinlich, wenn ihr den Beruf noch nicht viel geskillt habt. Dann gibt es einen Trick, ihr könnt einfach mit einem Twink einen Auftrag erstellen. Das werde ich euch nachher auch nochmal ausführlicher zeigen. Und den dann quasi an euren eigenen Char schicken. Das muss aber mit einem anderen Char auf jeden Fall sein, mit einem irgendeinem Twink. Und wenn ihr euch das dann zugeschickt habt, könnt ihr das selber absolvieren. Am besten macht ihr halt das Lowste, was geht. Ne? Halt irgendwie, keine Ahnung, die Handgelenke, die keine Mats kosten. Macht die drei Aufträge. Und wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr die Quest abgeben, die ihr quasi hier oben auch bekommt. Und kriegt dann wieder ein paar Punkte. Dann gibt es eine Getter-Quest. Die kriegt ihr auch hier oben bei dem NPC oder bei den NPCs gibt es für jede von den Berufen eine Quest. Und diese Quest ist bei jedem Beruf anders, aber ihr müsst einfach irgendwo Mobs umhauen. Und die, ich muss ehrlich sagen, die ist arschig. Vor allem mit meinen low-equippten Gammeltwinks, ich mache das ja mit allen Berufen, musst du dann irgendwie sammel 20 von irgendwelchen Mammutstoßzähnen. Dann droppt aber nicht jedes Mammut ein, sondern jedes 10. Mammut. Und du musst 20 Stück sammeln und bist mit einem Low-Level-Magier unterwegs und das dauert eine halbe Stunde. Eher nervig, die Quest, aber es ist halt einmal pro Woche. Ist jetzt ein bisschen übertrieben. Mit dem Main bin ich da in 5 Minuten durch oder in 2 Minuten, weil ich alles zusammenziehe. Aber mit Lowtwinks ist es teilweise schon nervig, die Quest. Ja, aber die kriegt ihr auch hier. Dann gibt es noch eine Crafting-Quest bei jedem Beruf. Wo kriegt ihr die? Naja, an eurem Crafting-Table, zum Beispiel ich als Lederer hier unten, gibt es dann direkt von einem von den NPCs eine Crafting-Quest. Da müsst ihr irgendwelche ganz lowen Items bauen. Die könnt ihr schon mit Skill 25 herstellen. Übrigens für die meisten, das hatte ich vergessen zu sagen, für die meisten Sachen, die ihr hier für das Knowledge machen könnt, müsst ihr 25 in eurem Beruf sein. Ja, das sollte ich vielleicht echt noch dazu sagen. Aber vorher macht das Wissen auch eh keinen Sinn. Also ihr müsst ja eh eure ganzen Rezepte einmal herstellen, um die Grundpunkte zu kriegen. Genau, das ist die Quest. Und dann kommen wir jetzt zum Herzstück und zwar zu den 4 Drops. Und hier wird es ein bisschen komplexer. Diese 4 Drops spalten sich so auf. 2 von diesen 4 Drops, die sind weekly, kriegt ihr aus Schätzen raus. Und das können diese Expeditionspakete sein. Es kann lose Erde sein. Oder nee, wie heißt das? Bewegte Erde heißt es. Bewegte Erde könnt ihr nur aufmachen, wenn ihr euch eine Schaufel bei dem Expeditions-Dings da kauft. Also hier unten, Drachenschuppen-Expeditionslager. Oder ihr seid Schmied und craftet euch robuste Expeditionsschaufel. Oder ihr seid kein Schmied und kauft euch die für 175 Gold im Aha. Da sind 20 Aufladungen drauf, auf denen. Die Expeditionsschaufel von der Drachenschuppenlager, das hat nur 5 Aufladungen, also die ist besser, da spart ihr auch Inventarplatz. Also wie gesagt, 2 kriegt ihr aus den Säcken raus und das dauert aber auch schon ein bisschen, ne? Also ihr müsst da einiges tatsächlich an Kisten aufmachen, bis ihr die Dinger raus habt. Das sind einfach so blaue Tokens, die ihr dann anklicken könnt, kriegt ihr quasi dann auch wieder ein Knowledge raus. Und 2 Stück droppen immer. Und jetzt fragt ihr euch, okay, wo droppen die? Das ist bei jedem Beruf anders. Und es gibt immer quasi eine gewisse Art an Mobs, die dieses Zeug droppen kann. Und jetzt muss ich gerade mal gucken, ob ich es hier noch irgendwo offen habe. Genau. Ich habe jetzt hier mehrere Sachen offen. Einmal haben wir jetzt hier eine Liste auf WoW Head. Und zwar zum Beispiel, ihr seht hier, ne? Primal Dust, das droppt hier von dem Dirt-Gedönse oder von den Scouting Packs. Hier dasselbe. Das sind die 2, die wir looten können über die, ja, Kisten, Säcke und 2 Stück droppen von Mobs. 1 droppt von Primalist, ne, das ist hier auch verlinkt, und 1 droppt von so Elementaren. Hier sind dann auch immer Vorschläge, welche Mobs das sind. Wenn man jetzt mit dem englischen Client spielt, ist das hier ganz sinnig. Ihr könnt dann auch die Mobs einmal anklicken und dann sehen wir, okay, so sieht der Mob aus. Hier auf der Map ist der und der kann das droppen. Wir können uns dann auch, ne, hier unten gucken, wo ist das Item, was wir schauen wollten. Hier, ihr seht, das bringt ein Knowledge. Das ist für Enchanting zum Beispiel. Klicken wir einmal an. Und dann sehen wir auch alle Gegner, die das droppen. Also das droppen viele Gegner. Es ist meistens halt immer eine Art an Gegner, ne?
Das sind halt jetzt hier alles so Primalisten-Dudes. Ihr könnt das Ganze dann hier, weil das hier der Guide da auf Englisch ist, auch auf Deutsch umstellen und euch dann Mobs raussuchen, die euch am besten gefallen. Aber ihr seht, das droppen relativ viele. Lasst euch von den lowen Drop-Chancen nicht verunsichern. Das kann natürlich nur jemand kriegen, der den Beruf hat. Dementsprechend sind die schlechter, als es eigentlich ist. Wobei man muss bei dem einen oder anderen schon ein bisschen farmen. Ich habe auch gesehen, dass es das Ganze auch auf Deutsch gibt. Das kann ich euch auch gern verlinken. Und zwar Mana Crew, das ist auch eine Seite, die hat das Ganze auch nochmal auf Deutsch. Hier sind die Dinger quasi auch auf Deutsch drauf und da sind dann halt auch quasi immer Mobs dabei. Hier ist das auch wieder Eiche zum Beispiel, Elementare der Dracheninsel. Da könnt ihr dann auch auf das Item draufklicken, dann kommt ihr auch wieder auf WoW Head und könnt euch das raussuchen, weil ich werde jetzt nicht jeden einzelnen Mob zeigen können, weil das ist dann doch ein bisschen zu lang, aber hier seht ihr zumindest, wo welcher droppt und da das auf Deutsch und quasi hier auf der WoW-Head-Seite, habt ihr die englischen Namen und dann könnt ihr euch die Mobs quasi raussuchen. Ich werde es nachher einmal für Inji mal zeigen als Beispiel und ja, genau, so läuft das. Dann sind wir eigentlich mit allen Möglichkeiten durch, wo wir dementsprechend hier das Wissen kriegen. Ich würde sagen, jetzt logge ich einmal auf meinen Twink um. Und dann schauen wir uns die Sachen einmal so ein bisschen an, wo die genau rauskommen. Das für die Leute, die jetzt hier das alles ein bisschen zu schnell war, obwohl ich es jetzt eigentlich auch schon ausführlich erklärt habe. Aber ich denke mal hauptsächlich für diese Berufsquest-Reihe mit den Dracheneiern. Falls ihr das nicht wisst, wie das geht, schauen wir uns das nochmal ein bisschen im Detail an. So, dala, jetzt bin ich auf meinen Twink angelangt. Und zwar haben wir da einmal Inji, wo habe ich's? Und hier können wir jetzt auch wieder gucken. Hier habe ich so gut wie gar nichts gemacht bis jetzt. Ihr seht, das Einzige, was ich gemacht habe, ist der Hidden Profession Master. Aber wie gesagt, da habe ich ja schon ein Video zu erstellt. Da könnt ihr gerne reingucken. Und ja, hier seht ihr, wir haben auch nur zwei Treasures. Ich denke mal, die können wir einfach beide nachher mitnehmen. Dann seht ihr, was wir da machen müssen. Die Drachensplitter müssen wir noch holen und natürlich alle Weekly-Sachen. Und dazu können wir schon mal loslegen, uns die Quest zu besorgen. Und zwar haben wir jetzt hier, wir sind wieder in Waldracken, ne? Hier beim Handwerkermarkt. Und hier einmal rechts haben wir schon mal die erste Quest. Das ist auch bei allen gleich, ne? Ingenieure sind gefragt. Und zwar müssen wir Aufträge erfüllen. Es sind hier zwei, bei manchen Berufen musst du drei Sachen erfüllen. Das ist irgendwie immer unterschiedlich. Also, das ist schon mal eine Weekly-Geschichte. Dann haben wir die zweite Weekly-Geschichte ist hier links. Und dafür müssen wir jetzt einfach irgendwelche Mobs töten und Sachen sammeln. Wieder 20 von irgendwas, Federn der Hörner. Ja, das wird wahrscheinlich länger dauern. Da gibt es dann auch wieder zwei Wissen von, die können wir auch schon mal annehmen. Dann, was ihr auch immer mitnehmen solltet, ist hier hinten der Kollege, und zwar der Thomas Heller. Und der hat, je nachdem, was für einen Ruhm ihr, oder ja, was für eine Ruhmstufe oder Rufstufe ihr habt beim Handwerkskonsortium, dementsprechend gibt es hier einmal die Woche Eifer. Ja? Das am Anfang ist es 60, das geht dann über 100 hoch. Mit meinem Mem kriege ich schon, glaube ich, schon 120 oder sowas um Dreh rum. Der ist auf 4. Also da gibt es dann immer mehr und den braucht ihr auch zum Beispiel fürs Craften und auch für die Aufträge, die wir uns da hinten jetzt dann gleich erstellen werden. Da würde ich es erstmal sagen, machen wir da mal so einen Auftrag. Und jetzt geben wir hier wieder ein, drakonisch, ich sag's euch, meine Tastatur, genau, und da können wir uns jetzt dann einmal Ingenieursabhandlung holen, am besten hier die Liste ran, und achso, da habe ich schon ein paar Mats, ah, die habe ich das letzte Mal anscheinend schon vorbereitet gehabt, perfekt. Und dann gibt er jetzt hier einfach, weiß ich nicht, 100 Gold. Die Dinger werden, wahrscheinlich für ein Gold würde die auch rausgehen, weil die Leute wollen auch ihre Aufträge machen. Und dann gehen die eigentlich immer relativ gut durch. Ihr könnt hier natürlich auch, wenn ihr jemanden kennt, einen persönlichen erstellen. Aber wir machen jetzt einfach mal, zack, hier so einen. Und theoretisch könnt ihr da dann auch hergehen und mehrere gleich machen, ne? Ihr könnt zwar nur einen pro Woche quasi benutzen, aber wir werden das noch ein paar mehr Wochen machen. Also erstelle ich hier gleich ein paar mehr. Ich glaube, jetzt fehlen mir tatsächlich die Pergamente, aber das passt soweit. Also, wir haben jetzt ein paar Aufträge erstellt. Schauen wir mal, wie lange das dauert, dass die einmal erfüllt werden. So, jetzt müssen wir selber Aufträge erfüllen und die Hörner müssen wir besorgen. Und jetzt muss ich erstmal gucken. Ach, Inji war, glaube ich, da oben. Da können wir jetzt einmal hinfliegen. Und unser Inji-Dude müsste auch eine Quest haben. Da haben wir sie. Und der will jetzt auch, dass wir ein paar Sachen bauen, ne? Was müssen wir bauen? Wir müssen Handvoll Serevit-Bolzen müssen wir bauen. Ihr könnt das Zeug selber herstellen oder ihr habt es auch schon im Inventar oder könnt es auch aus Maha kaufen, wenn ihr jetzt sagt, ich will jetzt da nichts craften. Handvoll Serevit-Bolzen.
Holz, wahrscheinlich habe ich jetzt irgendwo verschrieben. Und ihr müsst hier die beste Qualität holen, ne? Das ist mal ganz wichtig, dass ihr darauf achtet, welche Qualität ihr braucht. Ich zeige das jetzt hier mit Inji, aber im Endeffekt ist es bei allen Berufen das gleiche, die Quests, ne? Also, ne, die Inhalte sind andere, da müsst ihr natürlich mit dem Leder keine Serevit-Bolzen herstellen, aber andere Sachen. Die Geschichte ist, dass das bei den Gathering-Berufen ein bisschen anders aussieht. Das gucken wir uns aber, würde ich sagen, nachher an. Also, jetzt habe ich einfach die Bolzen, kann das hier wieder bei dem Typen abgeben. Und kriegt dann wie viel Wissen? 2 Stück sind es hier. Also das haben wir schon mal. Wir kriegen dann auch übrigens immer Ruf fürs Handwerkskonsortium, was wir ja auch wieder brauchen, was ich euch ja vorher erklärt hatte, um dementsprechend die Punkte quasi beim Händler zu kaufen, ne? Und um bei dem Heller-Dude da hinten ein bisschen mehr von dem Eifer zu kriegen, was ja wöchentlich ist. So, jetzt kann ich das einmal lernen. Da haben wir schon mal 2 Stück. Und, ach, ich habe sogar von letzter Woche noch so ein drakonisches Inji-Ding rumliegen. Was ganz gut ist, so müssen wir jetzt nicht warten, bis quasi der Arbeitsauftrag erfüllt ist. Also hier haben wir drakonische Ingenieurskunstabhandlung, die können wir auch lernen. Und dann müssten wir auch schon 2 Sachen abgeschlossen haben von unserem Berufe-Ding. Warte, man muss, glaube ich, einmal hin und her klicken. Genau, seht ihr, jetzt haben wir das drakonische Ding und das Craft-Teil haben wir auch schon gemacht. Das geht relativ fix. So, jetzt müssen wir noch die Order-Sachen einmal erfüllen. Und dafür können wir jetzt auf einen Twink theoretisch umloggen und auf den Twink uns selber was schicken. Weil, wenn ich jetzt hier reingucken werde, ne, bei den Order-Geschichten halt, das ist der letzte. Achso, das seht ihr jetzt leider nicht. Im Moment kann ich vielleicht auf blank umschalten. Also hier unten haben wir ja Handwerksaufträge, ne? Und da könnt ihr öffentliche suchen, aus der Gilde oder persönliche, aber mir schickt keiner persönlich was und öffentlich ist halt auch nichts drin. Inji kann tatsächlich nicht viel. Jetzt suchen wir, oder jetzt müssen wir einfach irgendwas raussuchen, was möglichst günstig ist, was ich herstellen kann, was kaum Mats kostet. Und das lassen wir uns dann selber craften. Was haben wir hier? Das scheint relativ günstig zu sein. Diese Berufsausrüstung, die kostet meistens nicht sonderlich viel. Da brauchen wir doch das hier, oder? Okay, dann müsst ihr euch das Item merken. Ihr könnt euch das auch in den Chat posten. Einmal, wie ich das jetzt hier mache, kopieren. Und dann switchen wir quasi auf den Twink. Der muss auf demselben Server sein. Und schicken uns einfach die Handwerksorder. Ich habe jetzt hier, den können wir jetzt einfach mal rüberziehen. Ich habe einen 2. Account, dann können wir das gleich on the fly mitnehmen. Quasi schicke ich jetzt hier wieder Auftrag raus. Ihr seht, das habe ich letztens für schon den einen oder anderen Twink gemacht. Such einfach das Item. Da haben wir es. Wir haben uns das ja kopiert. Und jetzt gehe ich her und mache hier oben persönlicher Auftrag und gebe den Namen von meinem Char ein. Aris ist das. Der ist auch schon vorbelegt. So, Mindestqualität machen wir nichts rein. Ist ja vollkommen wurscht. Und dann machen wir jetzt hier, könnt einen Silber machen. Und ihr müsst die Mats selber nicht haben beim persönlichen Auftrag. Könnt ihr sagen, ja gut, der andere Typ muss halt die Mats haben. Und wir brauchen das 2-mal. Deswegen gehen wir jetzt hier hin. Drücken nochmal drauf. Zack. Also, so. Jetzt hat der andere Char 2 Aufträge. Gehen wir hier wieder unten hin und tada, wir haben 2 Aufträge. So, da ich ja die Mats mit dem anderen nicht reingelegt habe, brauche ich jetzt quasi die Mats mit dem hier. Heißt, wir brauchen noch Handvoll Serevit-Bolzen. Da müssen wir jetzt einmal nochmal 6 holen. Da können wir auch die schlechteste Qualität nehmen. Das ist vollkommen gleich, weil wir quasi das Ding nicht irgendwie gut haben wollen, sondern wir wollen es halt einfach nur craften für die für die Weekly. So, das holen wir uns jetzt wieder aus dem Postkasten raus. Und dann können wir das einmal crafteln. Haben wir sie. Also hier Auftrag beginnen. Erstellen das Ganze. Abfeuern. Haben wir 1. Und halt, warum kann ich es jetzt nicht bauen? Backt jetzt hier gerade. Beginnen. Ach, ich habe nicht genug Nuggets. Ich bin halt ein Vollidiot, ne? Ja gut, dann müssen wir uns das auch noch kaufen. Wenn wir ein bisschen verkalkuliert, kann das sein. Also wir brauchen auch nochmal 2 Nuggets. Es wird wahrscheinlich Sinn machen. Ihr müsst die ja eh jede Woche machen. Oder ich mache das hier mit meinen Loadchars, ne? Der ist sogar nur Stufe 61. Das spielt übrigens keine Rolle bei dem Berufsgedönse. Kann man sich eigentlich einen Haufen Mats kaufen, weil man muss eh jede Woche was craften. Dann kann man sich schon mal ein günstiges Teil aussuchen und dann immer das gleiche bauen, ne? Aber Inji habe ich jetzt noch nie gemacht. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich dran bin, dass ich halt, euch halt auch alles zeigen kann, ne? Das hat so ein bisschen den Hintergrund. So,
Also, wir haben jetzt quasi... Achso. Ja, das habe ich wieder verkackt. Wenn man es herstellt, reicht's nicht. Man muss es am Ende, warum auch immer, nochmal abschicken. Man kann hier gar nichts mehr anderes klicken, sondern muss einfach nur nochmal abschicken klicken. Ich habe letztens ein Item gecraftet für jemanden, habe dem noch geschrieben, nice, ist hochgeprockt, ne, voll gut und so, und habe vergessen abzuschicken und der die ganze Zeit, wo ist mein Item, war schon ein bisschen verzweifelt, der Typ. Naja, kleine Anekdote am Rande. So, das können wir jetzt auch abgeben. Und dann kriegen wir auch wieder ein bisschen Wissen. Wo haben wir es? Da. Das sind auch nochmal zwei. So, ihr seht, das geht eigentlich alles relativ zügig. Und ja. Dann haben wir jetzt hier von den Weekly-Sachen schon drei erledigt. Jetzt haben wir noch die Gathering-Quest und die Drops. Die Gathering-Quest ist jetzt quasi hier, ne, das seht ihr auch schön auf der Mob, auf der Map, dass wir einfach so Viecher umhauen müssen, die diese Hörner droppen. 20 Stück. Das kann wahrscheinlich jetzt eine Weile dauern und wie gesagt, bei den anderen Berufen ist dann halt die Quest, keine Ahnung, hau Mammuts um, hau irgendwelche Drachen um. Das seht ihr ja dann immer, was ihr töten müsst für euren Beruf, aber der Questgeber ist im Endeffekt derselbe. So, ich würde jetzt sagen, ich mache das jetzt einmal, stoppt das auch mal mit, wie lange das dauert und dann werden wir mal sehen, aber tendenziell dauert das mit Twinks immer länger. Sodala, nach 12 Minuten knapp, ja, so 12 Minuten haben wir gebraucht, hatte ich die Hörner zusammen. Das ging jetzt ehrlich gesagt ganz gut. Mit dem erstmal hat man hier den Vorteil bei der Inji-Quest, dass ziemlich viele Mobs da sind, also hier im kompletten Bereich sind die. Und mit dem Worry mache ich tatsächlich relativ viel Schaden, das wundert mich gerade. Aber der skaliert halt, der hat zumindest ein bisschen Gear auf 60 gehabt und da er nur 62 ist, skaliert er halbwegs gut. Mit dem Inschriften-Char, da musste man so Pfauen irgendwie hier oben umhauen, da sind 6 oder 7 Pfauen da und die brauchen ewig bis sie respawnen und das war's dann tatsächlich. Also die ist sogar noch halbwegs gnädig, diese Quest. So, was bringt die? Die bringt jetzt einmal wieder 2 Wissen, das können wir eintüten. Und, achso, halt, das ist ein anderes Wissen, das habe ich eben noch gekriegt und zwar, habe ich schon eins von den Drop-Wissen bekommen. Das ist das hier. Das ziehen wir jetzt mal hier runter. Und das haben diese Warquin gedroppt. Ne? Ich hatte euch ja vorher die Liste einmal gezeigt, wo was droppt. Und da können wir jetzt auch mal gucken. Ingenieur. Müsste das dabei sein. Tarnmatrix sagt er hier. Und was sagt er hier? Protodrags, Draken. Okay, ich habe es jetzt eben von den einen bekommen. Aber da können wir dann auch gleich gucken. Das droppt, also es droppen ja sehr viele Mobs, ne? Und dementsprechend schauen wir mal. Das müsste aber auf jeden Fall eins von den Drop-Gedönsen sein. Und da können wir nämlich auch mal schauen. Wo haben wir es? Inji. Hier oben, da habe ich jetzt schon von den Drops 1 von 4 und die ganzen anderen Weekly-Sachen habe ich schon soweit fertig. Oh, da haben wir jetzt zum Beispiel hier wieder die Liste, von welchen das alles droppen kann. Und diese Warcrin-Mobs sind da auch dabei, aber das sind hier auch Raufbold der Rebellen zum Beispiel. Was ist das jetzt für eine Art an Mobs? Ah, das sind diese Drachkin-Dudes, ne? Also anscheinend droppt das von sehr, sehr vielen. Bei einem Char, wo ihr normal World-Quests macht, questet und so, kriegt ihr eigentlich diese Drops relativ gut. Mit Twinks, wo ihr halt nur dafür einloggt, da solltet ihr euch ein bisschen informieren, okay, von welchem Drops, dass ihr es da vielleicht ein bisschen expliziter farmen könnt. Okay, dann würde ich jetzt sagen, dass wir eins auf jeden Fall machen, was ich vorhin ja schon erwähnt hatte. Und zwar, wir kaufen uns jetzt eine Schau. Ihr seht, mein Haar hängt ein bisschen. Und zwar, oh, hier ist die sogar relativ günstig. Auf Lothar ist der Char. Robuste Expeditionsschaufel. Da kauft ihr euch jetzt mal 2, 3 mit euren Chars auf jeden Fall. Dann können wir nämlich diese Erde umbuddeln. Und damit können wir Ruf-Tokens farmen, aber wir wollen ja hauptsächlich diese Items haben. Und jetzt können wir ein bisschen rumfliegen und dementsprechend die Schätze aufmachen, beziehungsweise noch das zweite Mob-Item auch farmen. Das werden wir uns jetzt gleich angucken. So, jetzt habe ich mir das zweite von den Drop-Items geholt, und zwar Mal des Hüters. Das ist das zweite Inji-Item. Und hier ist es jetzt ein bisschen tricky, das kann vielleicht euch auch ein bisschen allgemein weiterhelfen. Theoretisch kriegt man das von irgendwelchen mechanischen Gegnern und es wird halt empfohlen, dass man das an Tyr's Hold farmen soll. Tyr's Hold ist ein Max-Level-Gebiet und da sind halt nur Level 70er Gegner. Ich bin 62 und krieg meinen Hintern da versohlt. Da ist es wieder ganz praktisch, wenn man einfach sich das Item halt raussucht und dann dementsprechend schaut, wo sind die Mobs. Ich habe jetzt zum Beispiel hier gesehen, dass bestimmte Mobs skalieren. Und da ich eh schon in Tal Drassus war, habe ich gedacht, hier höchste Chance, haben hier die zeitlosen Zerstörer
3% angeblich. Die skalieren nämlich von 64 bis 70. Und so einen habe ich gerade umgehauen. Und tatsächlich hat es der erste Mob gedroppt. Das ist nicht immer so. Ich habe mit meinem Magier letztens für ein Item für Alchi eine halbe Stunde gefarmt von so Tropfen. Und ja, das kann dann tatsächlich dauern. Wie gesagt, wie ihr die Items findet, den WoW-Head bzw. Mana-Crew-Link, den poste ich euch rein, je nachdem, ob ihr englischen oder deutschen Client spielt. Und dann seht ihr einfach die Items und könnt dann, wenn ihr auf dem Item seid, quasi hier unten seht ihr die kompletten Mobs und dann klickt ihr halt die drauf, die ihr farmen wollt. Könnt ihr auch mal ein bisschen rumprobieren. Manche funktionieren besser, manche funktionieren weniger gut. Ne? Am besten welche nehmen, wo relativ viele Mobs sind, die ihr quasi dauerhaft abfarmen könnt. Gut, jetzt haben wir quasi die zwei Drop-Items. Jetzt brauchen wir nur noch die aus den Kisten. Und ihr seht, ich habe hier noch eine Weak-Aura angemacht. Warum habe ich hier eine Weak-Aura? Ich sehe ja theoretisch über meinen... über hier das Add-on, was ich euch ja vorhin schon gezeigt habe. Okay, ich habe 2 von 4 Drops. Jetzt lasst es euch so gehen wie mir, dass ihr mit dem Main einfach ganz normal spielt, nicht wirklich aufpasst, wo ihr das Zeug herkriegt, dann wisst ihr nicht mehr, muss ich jetzt für die restlichen Kisten aufmachen? Muss ich jetzt irgendwelche Mobs töten? Und das Schöne ist, mit der Weak-Aura zeigt es einem genau an, da ist jetzt hier Juve auch noch drin, aber Juve farm ich mit dem Char nicht, das mal mit dem anderen Char, wo ich die Sachen herbekomme, ne? Also bei Ingenieur brauche ich noch 2 aus dem Scouting-Pack. Juve brauche ich auch noch 2 aus dem Scouting-Pack. Und das andere sind auch alles Juve-Sachen, seht ihr? Da steht dann auch dran, theoretisch, welche Mobs. Da ist schon mal ein Vorschlag, Inventar-Mobs bei Juve, ne? Und so, da steht das dann nochmal dran. Aber das interessiert uns jetzt alles nichts. Wir wissen, okay, für Ingi muss ich jetzt nur noch die Scouting-Packs aufmachen. Oder auch die Erde, das funktioniert quasi auch. Und das werde ich jetzt farmen. Und danach schauen wir uns die anderen Sachen noch an, die noch offen geblieben sind. So, mir ist gerade aufgefallen, dass ich euch hier gar nicht gesagt habe, wie die Weak-Aura heißt. Wäre vielleicht clever. Die schimpft sich einmal Weekly Profession Knowledge. Relativ selbsterklärend. Meistens heißen die Sachen so, was sie machen. Und die zeigt das halt an, ne? Falls ihr das auch haben wollt. Ich habe jetzt gerade nach dem dritten Schatz quasi das nächste Teil gekriegt. Und zwar, wo haben wir es? Irgendwas mit Titanen heißt es. Ah, hier oben. Da hatte ich sogar anscheinend noch von letzter Woche eins rumliegen. Ah, ups, die habe ich da nicht eingesetzt. Genau, dann können wir jetzt hier das Mal des Hüters, das haben wir vorher auch noch gekriegt. Und jetzt müsste noch, genau, eins vom Scouting-Ding offen sein. Jetzt gucken wir mal. Genau, eins haben wir noch. Ich glaube, das hätte ich jetzt gar nicht cutten müssen. Beim nächsten Ding habe ich das zweite gekriegt. Also ich sag's euch, hier bei dem Ingi läuft es. Normalerweise fliege ich da schon ein paar Minuten rum, bis ich die zwei Dinger zusammen habe. Aber das lief jetzt relativ zügig. Gut, dann sind wir jetzt einmal mit den ganzen Weekly-Sachen fertig. Wir können, warte mal, ich lande mal hier, dass ich nirgends dagegen fliege. Nicht, dass wir irgendwo verbacken und dann Disconnect kriegen. Halt, stopp, dann fliegen wir da runter. Bloß immer aufpassen, dass die Mobs nicht aggro. Also, wir haben jetzt quasi alle Weekly-Aktivitäten absolviert, die ganzen Quests gemacht und die Drops sowohl 2 von den Mobs als auch 2 von den Kisten bekommen. Jetzt habe ich hier noch ein paar One-Time-Sachen offen. Und zwar, wie gesagt, Profession Master habe ich hier ein Video gemacht, ne, werde ich euch verlinken. Den haben wir schon abgeklappert, da müsst ihr einfach nur hingehen und mit dem quatschen. Und beziehungsweise auf den verschiedenen Seiten, die ich euch jetzt schon gezeigt habe, sind auch die Koordinaten dran. Wenn ihr jetzt einfach nur schnell sagen wollt, ja, ich will jetzt meinen haben, kann ich das euch auch kurz einblenden hier. Da sind immer die Koordinaten und da stehen auch die Zonen mit dabei. Hier seht ihr das. Die müsst ihr einfach nur anquatschen und dann hat sich das... Die sind auch nicht ulti versteckt oder so. Also das ist eigentlich eine relativ einfach zu findende Geschichte. Gut, jetzt ziehen wir das hier mal rüber. Und jetzt schauen wir erstmal noch die Geschichte mit den Schätzen und dann die Questreihe an, hätte ich gesagt. Dann schauen wir uns mal die One-Time-Schätze an. Und zwar hat der Ingi ja nur 2 Stück und ich bin jetzt hier gerade bei einem dran, auf der Küste des Erwachens, auf den Koordinaten 49, 77. Und wie gesagt, ihr seht diese Schätze im Handy Notes Dragonflight, wenn ihr anhabt, einfach hier auf der Map. Und dann müssen wir jetzt hier bei dem irgendwie diese Minen einmal quasi anklicken, so wie es ausguckt. Da gibt es insgesamt 3 Stück. Da habe ich jetzt schon 2 vorher angeklickt und dann kann ich das einfach looten. Und daraus kriegen wir dann ein Item. Das können wir lernen. Das sind immer 3 von den Skillpunkten. Es ist übrigens so, dass ihr auch bei allen Berufen unterschiedlich viel quasi...
ja, skillen könnt. Und ich denke mal, bei Ingis ist es einfach ein bisschen weniger, deswegen gibt es da halt auch nur zwei Schätze, ne? Bei Schmied waren es ja vorher, glaube ich, 9 und bei Lederer 7. Also das ist ein bisschen unterschiedlich. So, jetzt können wir den zweiten noch holen. Ich wollte euch jetzt, wie gesagt, nicht alle zeigen. Ist, auf den Links auf WoW Head sind die auch nochmal alle theoretisch eingetragen, wenn ihr euch jetzt nicht unbedingt Dings holen wollt hier. Das hier ist auch nochmal... Ah, nee, das ist ein Juve-Teil. Und da oben haben wir nochmal eins von Inji. Das andere können wir jetzt auch gleich mitnehmen. Dann haben wir es zumindest vollständig. Wie gesagt, manchmal müsst ihr so kleine Rätsel absolvieren. Manchmal kann man es auch einfach anklicken und gut ist. So, da haben wir es drin. Muss mal gucken, was wir da Schönes machen dürfen. Das auch wieder irgendein Rätsel ist. Beats. Und anscheinend muss ich jetzt hier wieder irgendein Rätsel erfüllen. Da muss ich mal gucken. Ah, hier bei HandyNote steht es auch dran. Das werde ich mir jetzt mal kurz angucken. Ah, okay, das ist jetzt schon ein bisschen komplexer. Also ich muss jetzt quasi hier aus dem Turm bin ich raus und in das andere Gebäude muss ich rein. Und jetzt muss ich insgesamt 4 Sachen looten. Also ihr seht schon, teilweise sind es immer so kleine Rätsel. Mit Handy-Notes habt ihr halt den Vorteil, dass es direkt dabei steht, was ihr tun müsst. Manchmal muss man zwar trotzdem das erstmal ein bisschen checken, aber prinzipiell sind die meisten nicht so schwer. Mit Schneider musste ich dann so ein Minigame machen, wo ich so Fäden dann zusammenfügen musste. Das hat bei einem Schatz schon relativ lange gedauert tatsächlich. Und ja, da muss man dann ein bisschen gucken. Irgendwas soll jetzt hier drin noch liegen, was ich quasi aufsammeln kann. Wenn man alle 4 Items hat, dann kann man mit dem Ding interagieren. Aber irgendwie finde ich das jetzt hier nicht. Muss man ein bisschen suchen. Oh boy, nach ein bisschen rumsuchen habe ich es gefunden. Das sind diese kleinen Brocken hier, Asche, ne? Das sieht man aber auch echt schlecht. Genau, und dann können wir, seht ihr, jetzt ist hier die Rakete, die können wir jetzt auch looten. Und die bringt dementsprechend auch das Zeug. Gut, dann hätten wir die 2 Schätze geholt. Wie gesagt, für die anderen Berufe gibt es dann halt auch einen Haufen Schätze, aber das, dann wird das Video ein bisschen sprengen. Da könnt ihr einfach die Handynote-Koordinaten nehmen. Jetzt können wir nochmal kurz checken, was wir alles haben. Also, wir haben jetzt die 2 Treasures, den Professor Master haben wir, die ganzen Weekly-Sachen und jetzt brauchen wir noch diese 4 Drachensplitter wissen, die wir einmal fix kriegen. Und dazu können wir eine Quest starten. Und zwar, jetzt nehmen wir mal den Flugpunkt hier noch an. Wir sind jetzt hier beim Rubin-Lebensbecken, da vorne auf den Koordinaten 57, 68. So, jetzt haben wir hier einen NPC und der hat eine Quest. Das gibt auch nochmal Ruf beim Handwerkskonsortium, so rum heißen die. Und ich habe das auf WoW Head mal nachgelesen. Man kann hier, wenn man die Quest anscheinend schon mal gemacht hat, diese Drachen-Eier-Quest skippen. Ja, und kann dann direkt die Eier abgeben. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man dann alle Eier kriegt. Das Komische ist, bei mir hat das nicht funktioniert. Ich habe die mit Main gemacht und jetzt mit jedem Beruf habe ich die einmal komplett abgeschlossen und ich kann sie immer noch nicht skippen. Wenn es bei euch genauso ist, dann zeige ich euch jetzt, wie die Questreihe funktioniert. Die ist nicht sonderlich lang, man muss aber gegen Ende was wissen, sonst kommt man nicht mehr weiter. So, ich habe mit dem Char übrigens auf den Dracheninseln nichts gemacht. Außer, also ihr seht ja, das ist 62, der hat hier keine Quest erledigt, gar nichts. Deswegen kann ich hier direkt die Quest aber trotzdem annehmen. So, das nehmen wir an. Und jetzt, also wie gesagt, wenn ihr den Dialog habt mit dem Skippen, könnt ihr so skippen, aber ich weiß nicht, ob ihr dann alle Sachen kriegt, die ihr auf der Questreihe erhaltet. Jetzt gehen wir das bei dem Typen hier hinten ab. Hallo? Schönen Tag auch. Dann kriegen wir quasi den Schein, wo wir dann noch ein bisschen Ruf holen können. Zack, haben wir noch ein bisschen Ruf eingetötet. Dann haben wir hier eine Quest, da muss man ein bisschen durchquatschen, Qualität, ja, ja, das ist alles egal, braucht ihr nicht durchlesen. Und sobald wir mit dem gesprochen haben, müssen wir jetzt feurige Geister besorgen. Diese feurigen Geister sind einmal da unten. Also mittlerweile kenne ich die Quest eigentlich so in- und auswendig, weil ich die schon 6, 7, 8, 9 Mal gemacht habe. Ich weiß gar nicht, ich muss eigentlich schon 10 Mal gemacht haben, ne? Und hier, diese Mobs droppen das. Jetzt müssen wir mal gucken, da ist blöderweise da hinten gerade einer, der die auch macht und mir da alle weggehauen hat. Aber die müssen wir jetzt hier umhauen. Und da brauchen wir jetzt, was ist es, ich glaube, 3 so Materialien und zwar von der besten Stufe. Die droppen eigentlich relativ gut. Wenn jetzt hier nicht gerade irgendwer anders rumhampelt, kann man eigentlich hier einen Haufen Mobs zusammenziehen. Aet die einmal weg, vor allem jetzt mit einem Beispiel wie ich jetzt eine Tankklasse, da ist das eine schnelle Angelegenheit. Ne? Also das dauert dann tatsächlich nicht so lang. Jetzt killen wir die mal kurz hier. Er kommt weg. Da noch weg und dann hoffen wir mal, dass wir schon das Ding haben. Die Materialien gibt es hier auch in der niedrigeren Stufe, also wenn ihr ein bisschen Pech habt. Ah, seht ihr, das ging jetzt echt schnell. So, jetzt müssen wir einmal zurück zu dem Kollegen da oben.
das Ganze wieder abgeben. So. Geben wir ab. Dann gibt es schon mal eine Reagenzientasche, was ganz nice ist. Müsste keine MH kaufen. 26 Platz. Ist jetzt nicht die größte, aber ist nice to have. So. Jetzt habe ich hier was gelernt, was ich bauen kann für die Quest. Und zwar muss ich ein Geschenk bauen. Migules Geschenk schimpft sich das. Das bauen wir jetzt einmal. Und dann müssen wir mit ihm einmal quatschen wieder. Hier den Questdialog auswählen. Keine Ahnung, ich verstehe. Don't care, don't read. Geben das hier bei dem Typen ab. Geben das Geschenk und dann können wir jetzt einen Sack holen. Ihr nehmt irgendeinen, der euch am meisten bringt für euren Beruf oder wo ihr quasi Gold rausziehen könnt. Da sind dann einfach ein paar Waren drin. Wir nehmen jetzt hier einfach mal quasi, was habe ich denn genommen? Ledersäckchen oder so. Das können wir aufmachen. Da sind ein paar Materialien drin, die mehr oder minder viel Gold wert sind. Dann hat der Typ auch nochmal eine Quest. Die können wir auch wieder annehmen. Und dann müssen wir einmal darüber zu dem anderen Typen. Hierhin. Quatschen wieder an. Hier ist es eigentlich vollkommen egal, was ihr klickt. Hauptsache irgendwas geklickt. Dann craftet die uns nämlich was. Und hier kriegen wir nämlich unsere Berufsausrüstung. Ich weiß gar nicht, ob er den Step jetzt unbedingt braucht. Ich meine aber schon, dass man es machen muss. Das hier ist nämlich noch alles vorgeplänkelt. Jetzt habt ihr ein paar Ressourcen gekriegt. Ein bisschen Ruf haben wir bekommen. Und hier kriegen wir noch eine Berufsausrüstung und können wir uns für unseren Beruf eine aussuchen. Falls ihr nicht eh schon eine gekauft habt, ne, könnt ihr auch für die Side-Berufe quasi was nehmen. Aber ich will jetzt hier einmal Ingi haben, das nehmen wir mit. Und dann sind wir jetzt hier am Rubin-Lebensbecken soweit fertig. Das ist quasi das Vorgeplänkel, das müsst ihr einmal machen. Und sobald wir das haben, können wir jetzt lostigern und uns die Dracheneier holen. Und da sehen wir uns dann gleich wieder. So, dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar befinde ich mich jetzt in der Ebene von Onara. Und zwar hier ganz unten auf den Koordinaten 71, 80. Und hier ist es jetzt so, dass unsere NPCs, die wir vorher hatten, auch wieder hier stehen. Und zwar, oder sie müssten hier stehen, sagen wir es mal so. Da haben wir den Miguel Heller und seinen Bruder, der müsste hier auch irgendwo sein. Thomas Heller, genau. Und die beiden brauchen wir. Die müssten uns jetzt eigentlich eine Quest geben. Das tun sie aber nicht, weil wir erst einmal das Gebiet hier, Ebene von Onara, abschließen müssen. Ihr müsst es jetzt aber nicht komplett durchquesten. Wenn ihr mit dem Main schon mal die Kampagne gemacht habt, dann könnt ihr mit dem Twink in jeder Zone einmal vorher anfangen. Und wenn wir jetzt einfach hier, seht ihr, ich habe jetzt hier die Quest quasi ins nächste Gebiet zu gehen, also die ist direkt da, ohne dass ich irgendwie sonst was gequestet habe. Die kann ich jetzt hier einfach annehmen. Und ich muss diese Quest einfach nur abgeben. Und dann gilt quasi Ebene als von Onara so als quasi abgeschlossen. Und dann kriege ich nämlich die Quest bei den zwei Heller-Brüdern. Und das machen wir jetzt. Da müssen wir einfach nur hier rüberfliegen. Zu der Drenai-Dame. Geben das ab. Dann haben wir die Folgequests dementsprechend für quasi das azurblaue Gebirge. Aber das interessiert uns nicht. Und ihr seht jetzt auf der Map, haben wir jetzt hier da wieder eine Quest. Und das sind unsere Berufe-Quests, die wir brauchen. Und da können wir jetzt einmal hingehen und schauen, wo er steht. Ah ja, da haben wir den Heller-Kollegen. Ah, jetzt hänge ich hier irgendwo fest in so einem NPC drin. So, das können wir jetzt einfach annehmen. Und ihr seht, da kriegen wir unseren ersten Drachensplitter. Wieder quatschen, ja, ja, alles klar. Wollen wir nicht durchlesen? So, das geben wir ab. Erstes Ei haben wir. Zweites Ei gibt es bei der nächsten Quest. Da muss ich jetzt mit seinem Bruder sprechen, den Thomas. Nehmen den Questdialog hier. Okay, soweit so gut. Kann bei ihm auch eine Quest annehmen für noch ein Ei. Und jetzt habe ich quasi zwei Quests. Einmal muss ich hier hingehen und einmal muss ich da hingehen. Und da sehen wir uns dann gleich wieder. So, jetzt fliegen wir an den ersten Spot gleich mal ran. Da haben wir ein Nest. Da müssen wir draufklicken. Können was looten und dann kommt der eine Bruder hier angelaufen. Wir sind jetzt hier auf den Koordinaten 46, 60, ne? Aber das wird euch bei der Quest auch gemarkt, tatsächlich. Der Typ sitzt dann da einfach, können wir das, was wir gelootet haben, abgeben und wir haben das dritte Ei. Und jetzt müssen wir quasi an den nächsten Spot hin. Der ist einmal da drüben, komm, da fliegen wir gleich hin, das ist nicht so weit. Und ja, hier in der Höhle sitzt dann der NPC, bei denen wir später quasi diese Eier abgeben können, nachdem wir ihn, ne, also jetzt damit schalten wir ihn einmal frei mit dieser Quest.
und müssen jetzt noch eine Quest für ihn erledigen, um dementsprechend dann das letzte Ei zu kriegen. Also wir müssen jetzt hier mit ihm quatschen, okay. Geben das ab, kriegen nochmal ein Ei. Und hier seht ihr, schalten wir den Typen einmal frei mit und kriegen das letzte Ei. Und dann müssten wir alle vier haben. Jetzt kann ich kurz euch zeigen, wo habe ich es hier, Ingi. Sind wir jetzt bei 3 von 4 und das letzte gibt es über die Quest. Was müssen wir jetzt über die Quest machen? Naja, wir müssen vor seine Haustür quasi und eins von diesen Wildtieren erledigen. Und das rennt einmal hier rum, das sehen wir dann auch auf der Map. Oder es hat gerade wer umgehauen und es ist nicht da. Perfekt, das habe ich jetzt das erste Mal. Ja gut, ich muss ein bisschen warten. So, jetzt ist es doch relativ schnell gespawnt. Ich wollte gerade schon hoppen. Haben wir es umgehauen. Können hier so ein Quest-Item looten. Und jetzt können wir wieder zurück zu dem Typen in der Höhle fliegen. Hier, da habe ich jetzt ein bisschen übertrieben im Speed, wenn wir ehrlich sind. So. Jetzt bei dem ab. Und damit haben wir ihn freigeschalten. Ne? Und jetzt hat er hier so ein blaues Fragezeichen drauf. Haben unsere 4 Eier und die Eier kann ich jetzt nehmen. Und gegen quasi Wissen eintauschen und Eifer. Ne? Also kriegt ihr jedes Mal ein Wissen und ein Eifer. Wenn ihr 2 Berufe über 25 habt, könnt ihr euch aussuchen, für welchen Beruf ihr das reinhaut. Also ihr kriegt das dann nur für einen Beruf. Da ich Juve mit dem Char nicht quasi hochgezogen habe, habe ich jetzt hier nicht die Auswahlmöglichkeit, sondern kann es nur abgeben und kriegt dann dementsprechend hier ein paar Skillpunkte. Und ja, damit müssten wir jetzt mal an allem durch sein. Ihr seht, alles einmal abgehakt. Wir haben dementsprechend hier auch 22 neue Skillpunkte gekriegt. Das Einzige, was ich jetzt mit dem Char noch machen kann, ist über die Ruffraktion herzugehen und da das zu holen. Das hatte ich ja euch gezeigt mit, was war es, 14 und 21 gibt es bei 2 Ruffraktionen dann was. Beim Handwerkskonsortium gibt es da noch einiges an Punkten und der Dunkelmond-Jahrmarkt ist in ein paar Tagen. Das werde ich dann tatsächlich auch noch machen. Und natürlich Erstherstellung, ne? Da haben wir einen Haufen Sachen. Gut, ich würde sagen, mit dem bin ich jetzt soweit durch. Bei den anderen Craft-Berufen ist es eigentlich komplett gleich. Ich glaube, bei Alchi gibt es, meine ich, keinen Auftrag. Also da hat man den Auftrag nicht, weil der irgendwie nichts herstellen kann, was seelengebunden ist mit dem Auftrag. Und ja, sonst würde ich sagen, gehen wir jetzt noch auf einen Gathering Berufe-Char. Dann kann ich euch da noch kurz was zeigen und dann sind wir auch tatsächlich durch mit diesem L-langen Video. So, Dala, ich bin nochmal umgelockt hier auf meinen Bergbau- und Kräuterkunde-Char. Und ja, die haben ja jetzt mittlerweile auch Skillpunkte. Da können wir auch ein bisschen was reinskillen. Und hier können wir einmal gucken. Da sieht es nach wesentlich weniger aus. Was können quasi Gathering-Berufe machen? Also Kräuterkunde, Bergbau und Kirschner. Da ist es so, dass sie dieses drakonische Schreiben, was man quasi sich vom Inschriftenkundler bauen lassen kann, auch einmal die Woche holen können. Die Gathering-Quest, wo ihr einfach ein paar Viecher bei den anderen umhauen müsst, ist hier eigentlich relativ simpel. Und zwar war es da so, dass ich einfach nur Materialien abgeben musste. Also bei Kräuterkunde ein paar Kräuter, bei Bergbau ein paar Erze. Also die könnt ihr auch aus dem Haar kaufen, müsst ihr nicht selber besorgen. Das ging extrem schnell. Dann haben sie 6 Drops, das werde ich gleich erklären. Und One-Time haben sie quasi einmal den Profession Master, wie alle anderen Berufe. Und die Drachensplitter, die ich euch ja eben gezeigt habe, wie man sie freischaltet. Übrigens, wenn man die freigeschalten hat, die 4 Drachensplitter am Anfang, dann kann man die ja durchgehend theoretisch bekommen, aber die sind halt scheiß selten, ne? Aus den genannten Quellen, aus Kisten hauptsächlich, Rares und auch teilweise Dungeon und Raid-Bossen, aber da habe ich nur nichts gesehen tatsächlich. Und die Drops, ne, funktionieren hier ein bisschen anders. Die kommen nicht aus Kisten oder von bestimmten Gegnern, sondern bei den Gathering-Berufen sind die rein quasi durch Abbauen. Das Ding kann ein bisschen dauern, um alle 6 zu bekommen. Ich glaube, ich habe heute 1,5 Stunden bestimmt gefarmt, dass ich alles hatte. Kräuterkunde ging relativ zügig, Bergbau hat sich gezogen. Es ist so, dass ihr für jeden Drop, also das kriegt ihr einfach aus irgendwelchen random Pflanzen raus, für jeden Drop kriegt ihr einen Punkt, und zwar für die ersten 5 kriegt ihr jeweils einen Skillpunkt und der 6. ist immer ein epischer und der bringt 3 Skillpunkte. Also bekommt ihr 5, 6, 7, 8 Punkte einfach durch rausgattern. Theoretisch gibt es bei den Gathering-Berufen auch noch Teile, die ihr endlos rauskriegen könnt, so ähnlich wie diese Drachensplitter wissen, aber die sind sehr, sehr selten und ich habe jetzt die letzte Zeit kein einziges gesehen, also langsam halte ich das ein bisschen für Gerücht, diese Dinger, aber die soll es anscheinend geben, ja, da müsst ihr aber wahrscheinlich stundenlang farmen, dass ihr eins kriegt und ja, das ist so eine Sache. Genau, soweit ist das bei den Gathering-Berufen. Bei Kirschner war es genauso, ich habe da einfach die ganze Zeit hier am Anfang diese Drachen
abgekirschen hat. Die Kleinen haben, glaube ich, nichts gebracht. Da kannst du nur graue Sachen rauskirschen. Die Großen, was die haben dann, weiß nicht, da habe ich bestimmt auch 20, 30 Minuten gefarmt, bis ich die 6 Dinger hatte. Da ist es genauso. Die ersten 5 sind blau, bringt 1 Punkt. Und das letzte ist quasi episch, das bringt 3 Punkte. Ob das natürlich der beste Spot ist, keine Ahnung. Vielleicht habt ihr einen besseren, schreibt es gerne in die Kommentare. Und damit verabschiede ich mich an der Stelle. Der Guide war jetzt sehr lang. Ich hoffe, es ist alles drin, was ihr braucht. Und wie gesagt, ich werde euch die Sachen verlinken. Einiges müsst ihr euch dann halt nur selber raussuchen, je nachdem, was für einen Beruf ihr nehmt. Wenn ich das jetzt nur alles reingepackt hätte, dann wäre das Video wahrscheinlich 4 Stunden lang geworden. Deswegen seht es mir nach, aber da könnt ihr ja dann die Mobs raussuchen, die ihr killen müsst für euren eigenen Beruf. Gut, dann verabschiede ich mich an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Sollten noch Fragen offen geblieben sein, gerne in die Kommentare damit. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Euer Tila, bis dahin. Ciao.